Wunderschönen guten Morgen an alle. Wir starten wieder pünktlich um 9 Uhr. Ich sehe schon, es gibt schon zahlreiche Teilnehmer. Ich nutze jetzt mal kurz die Zeit, Sie alle herzlich willkommen zu heißen und den Herrn Dr. Nagy kurz vorzustellen. Der Herr Dr. Nagy ist Rechtsanwalt und wird uns heute zum Thema Gewährleistung im Handel mit Landmaschinen einige Neuigkeiten erzählen. Bei Fragen bitte die direkt in den Chat schreiben oder kurz die Hand heben, dann kann ich das Mikro an denjenigen weitergeben. Und ansonsten gibt es auch noch im Nachgang nach der Präsentation die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn jemand die Frage in den Chat schreibt, werde ich die kurz vorlesen und einbringen. Und dann schauen wir, dass die beantwortet werden. Ich freue mich schon auf das Webinar. Herr Dr. Nagy wird dann das Mikro an Sie übergeben. Guten Morgen, Ludwig, vielen Dank für die einleitenden Wörter. Ich würde gerne nur ganz kurz fragen, sehen Sie mich gut oder siehst du mich gut oder hörst du mich gut? Und ja, ich höre dich gut und die Präsentation sieht man auch perfekt. Perfekt. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle herzlich zu meiner heutigen Präsentation. Ganz kurz noch einmal zu meiner Person. Ich heiße Levente Neutsch und wie bereits schon erwähnt, ich bin selbstständige Rechtsanwalt in Wien und berate seit mehreren Jahren Landwirten und landwirtschaftliche Unternehmen in alle spezifisch agrarrechtlichen Belangen. Heute geht es aber nicht um mich, sondern um das für Sie sehr relevante Thema Gewährleistungsrecht. Im Rahmen des heutigen Webinars möchte ich daher Ihnen die mit Jahresbeginn 2022 in Kraft getretene neue Rechtslage ganz kurz vorstellen. Ich würde gerne auch schon am Anfang erwähnen, weil ich weiß, dass einige Leute aus Deutschland dazu geschaltet sind, dass da ich ein österreichischer Rechtsanwalt bin, werde ich nur österreichisches Recht und nicht deutsches Recht heute behandeln. Das österreichische Gewährleistungsrecht musste aufgrund europäischer Vorgaben komplett neu gestartet werden. Unternehmen wie Sie haben daher zukünftig neue Aspekte im Umgang mit Gewährleistungsansprüchen zu berücksichtigen. Ganz kurz nutze heutige Agenda. Zunächst würde ich kurz auf das Thema Gewährleistung im Allgemeinen eingehen. Im zweiten Teil meiner Präsentation werde ich Ihnen die relevanten Neuerungen mit guten Praxisbeispielen vorstellen. Und zum Schluss werde ich Sie auf mögliche Anpassungsvorschläge für Ihre AGBs hinweisen. Und wie der Herr Schwarzmeier erwähnt hat, Fragen gerne auch dazwischen. Beantworte ich dies auch sehr gerne. Also Sie können mich gerne unterbrechen. Nun, zum Beginn würde ich gerne Ihnen ein aktuelles Praxisbeispiel aus meiner Praxis präsentieren, mit dem ich vor kurzem zu tun hatte. Max Bauer hat im Oktober von der Traktorhändler GmbH, den Namen sind natürlich ausgedacht und entsprechen nicht der Wahrheit, nach einer kurzen Probefahrt einen gebrauchten Traktor gekauft. Max Bauer und die Traktorhändler GmbH haben zu diesem Kauf auch einen eigenen schriftlichen Kaufvertrag abgeschlossen. Soweit ist alles war in Ordnung. Die Probleme traten nach dem Kauf auf. Bereits kurze Zeit nach dem Kauf musste Max Bauer leider feststellen, dass der Traktor unter der Last eines Anhängers, eines schweren Anhängers, nicht funktionierte. Er konnte diesen Traktor nicht in Betrieb nehmen. Natürlich in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was kann Max Bauer, dieser Landwirt, machen? Welche Rechtsbehelfe stehen ihm zur Verfügung? Da ein gültiger Vertrag vorlag, kann Max Bauer auf jeden Fall auf dieses bekannte Rechtsinstitut der Gewährleistung zurückgreifen. Was versteht man unter aber Gewährleistungsgenerell? Gewährleistung ist nicht anderes als eine verschuldensunabhängige Haftung für Mängel, die bei der Übergabe schon vorhanden waren, also bevor er das quasi gekauft hat. Und diese Haftung ist verpflichtend. Und wichtig ist,
verschuldensunabhängig. Was auch noch relevant zu erwähnen, dass diese Gewährleistung ist nur sehr eingeschränkt, also grundsätzlich nicht einschränkbar. Zumindest dies gilt beim Verbraucher. Wird ein Mängel festgestellt, stellt sich natürlich die Frage, auf welche Rechtsbehelfe kann der jeweilige Käufer zurückgreifen. Primär gilt hier Verbesserung, Austausch, Preisminderung, Auflösung des Vertrags. Was ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Dauer, diese verschuldensunabhängige Haftung ist zeitlich ist auch Gott sei Dank nicht unbegrenzt. Bei beweglichen Sachen beträgt generell 2 Jahre und bei unbeweglichen Sachen 3 Jahre. Zurück zu unserem Fall. Da in unserem Fall, wie ich auch erwähnt habe, ein Kaufvertrag vorlag, konnte Max Bauer auf diese vorhin erwähnte Rechtsbehelfe zurückgreifen und sogar da, wenn in diesem Fall war eigentlich ein Austausch leider nicht möglich, könnte er auch den Vertrag wandeln und von dem Vertrag zurücktreten. Nun, ich gehe davon aus, dass Ihnen dieses allgemeine Gewährleistungsrechte bekannt sind. Also heute würde ich gerne, also wie schon erwähnt, die neue Gesetzeslage Ihnen kurz darstellen. Die Reformen dienten vor allem der Stärkung des Verbraucherschutzes. Ferner sollten auch, was auch sehr relevant ist das für Sie, diese Gewährleistungen auf digitale Produkte ausgeweitet werden. Früher war das nicht klar, inwieweit diese Gewährleistungsrechte auf digitale Produkte, Apps oder in Ihrem Fall können Sie auch daran denken, auf Programme, die beim Traktor verwendet werden, ob diese Gewährleistung auch diese digitale Leistungen erfasst oder nicht. Nun ganz konkret zur neuen Rechtslage. Das neue Gewährleistungsrecht trat am 01.01.2022 in Kraft in Österreich und gilt generell für Kaufverträge, die ab diesem Zeitpunkt abgeschlossen wurden. Das neue Gewährleistungsrecht wurde in Österreich in 3 unterschiedlichen Gesetzen umgesetzt, nämlich einerseits Verbrauchergewährleistungsgesetz, zweitens allgemeines bürgerliches Gesetzesbuch und drittens Konsumentenschutzgesetz. Früher war das Gewährleistungsrecht in Österreich nur in 2 Gesetzen, nämlich im allgemeinen bürgerlichen Gesetzesbuch und im Konsumentenschutzgesetz geregelt. Daher durch diese ganze neue Reformen wurde ein komplett neues Gesetz, nämlich das Verbrauchergewährleistungsgesetz geschaffen bzw. trat in Kraft. Dieses Gesetz, wie aus dem Namen sich ergibt, enthielt zahlreiche strengere Verbraucherrechte. Für welche Bereiche gilt das neue Verbrauchergewährleistungsgesetz? Das Verbrauchergewährleistungsgesetz gilt ausschließlich oder grundsätzlich für den B2C-Bereich, also wenn einerseits ein Unternehmen, wenn der Verkäufer ein Unternehmen ist und andererseits der Käufer ein Konsument ist. Allerdings erfasst dieses Gesetz auch nicht sämtliche Kaufverträge, sondern nur solche, die Verträge zum Beispiel über den Kauf von Waren und Verträge über die Bereitstellung von digitalen Leistungen. Dazu noch in Einzelnen noch später. Achtung, auch beim digitalen, auch nicht alle Waren werden von diesem Verbraucherschutzgesetz erfasst. So zum Beispiel werden daraus Verträge ausgenommen, die über den Kauf von Tieren oder auch Gesundheitsdienstleistungen oder Gesundheitsprodukte. Die Gewährleistungsbestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzesbuch gelten allerdings nicht für den B2C-Bereich, sondern für alle Fälle, also für den B2B-Bereich und auch wichtig auch für den C2C-Bereich, also wenn 2 Konsumenten gegenüberstehen. Und auch dadurch das Konsumentenschutzgesetz, Verbrauchergewährleistungsgesetz nur Waren, also bewegliche Sachen erfasst, gilt das ABGB auch für den Kauf von Paktgründern, sprich zum Beispiel also für unbewegliche Sachen.
was auch für Sie relevant ist. Welche Gesetze gelten nur für Landwirte, beziehungsweise auf welche Gesetze muss in unserem Fall Max Bauer achten, wenn er selbst Landwirt ist? Das ist ganz klare herrschende Rechtsprechung. Ein Landwirt gilt grundsätzlich beim betriebsbezogenen Rechtsgeschäften nicht als Verbraucher, sondern Unternehmen. Somit hat Max Bauer, wenn er selbst Landwirt ist und das konkrete Geschäft auch den Betrieb seiner Landwirtschaft betrifft, primär nur auf die Gewährleistungsbestimmungen des ABGB zu achten und nicht auf die und nicht auf das Verbraucherschutz, also Verbrauchergewährleistungsgesetzes. Hier gibt es allerdings eine Ausnahme, wenn der Vertrag eine digitale Leistung betrifft. Weil beim Vertrag über digitale Leistungen gibt es eine Ausnahme, weil dieser auch den B2B-Bereich erfasst. Ist Max Bauer allerdings nur ein Hobbylandwirt und hat er das Geschäft in seiner Privatsphäre abgeschlossen, also er betreibt keine Landwirtschaft, so gelten für ihn nur die bis dato auch bekannten Regelungen des ABGB, also des österreichischen Allgemeinen Bürgerliches Gesetzesbuches, und diese uneingeschränkt. Nun ganz konkret jetzt zu den Änderungen der Reform. Eine wesentliche Änderung betrifft die Reform der Definition vom Mangel. Nach der bisherigen Regelung und derzeit geltende Grundregel auch im B2B-Bereich wird ein Mangel durch das Fehlen von vertraglich bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften der Leistung begründet. Wie ermittelt man diese Eigenschaften überhaupt oder was heißt das? Diese Eigenschaften werden auf Grundlage des jeweiligen Vertrags subjektiv und daher auch wirklich stets individuell bestimmt. Es geht daher primär darum zu ermitteln, welche Eigenschaften der jeweilige Erwerber beim konkreten Kauf erwartet hat oder erwarten dürfte. Dieser subjektive Mangelbegriff hat sich durch das neue Gesetz geändert, aber dies allerdings nur im B2C-Bereich. Nunmehr werden Mängel im B2C-Bereich nicht mehr individuell, also nicht nur individuell bestimmt, sondern objektiv. Unternehmen, was heißt das? Unternehmen müssen daher auch dafür gewährleisten, also dafür einzustehen, wenn die gekaufte Ware zu dem vorher, also in dem Vertrag festgelegten Eigenschaften nicht aufweist, die Verkäufer müssen dafür einzustehen, wenn zwar die Ware die vertraglich vereinbarten Eigenschaften aufweist, allerdings die objektiven Merkmale, also quasi was man objektiv erwarten kann von einem Produkt, nicht aufweist. Das ist eine wesentliche Änderung und das heißt, es reicht es nicht mehr, kann der Verbraucher auch darauf berufen, dass er das von einem Traktor oder von einem landwirtschaftlichen Gerät ganz normal und unabhängig von dem Vertrag, zum Beispiel in unserem Fall, erwarten hätte können, dass diese Last von 2,5, also dass ein Traktor auch in Betrieb genommen werden kann, wenn er 2,5 Tonnen Last trägt. Wichtig ist, dass eine Vereinbarung über die Abweichung von dieser allgemeinen Regel, sprich von den objektiv erforderlichen Eigenschaften, nur unter strengen Voraussetzungen möglich ist. Und es bedarf immer einer gesonderten Zustimmung, ausdrücklicher Zustimmung des jeweiligen Verbrauchers. Nur kurz zum Vermutungsfrist. Aus dem Blickwinkel des Verbraucherschutzes besteht die größte Errungenschaft des neuen Gewährleistungsrechts bei der Verlängerung der Vermutungsfrist. Wie schon dargelegt, ist die Grundvoraussetzung eines Gewährleistungsanspruchs, nämlich dass ein Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden ist. Nach der alten Regelung
wird dies vermutet, wenn der Mangel innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe hervorkommt. Diese 6-monatige Vermutungsfrist wurde im Zuge der Reform auf 12 Monate verlängert, Achtung allerdings wiederum nur im B2C-Bereich. Nunmehr wird daher in diesem 12-monatigen Frist vermutet, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag. Das heißt, der Käufer muss nicht beweisen, dass der Mangel im Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegt. Vielmehr muss halt einfach der Verkäufer dies tun, was in der Praxis meistens sehr schwierig ist. Wie erwähnt, diese Änderung betrifft allerdings nur B2C-Bereich. Im B2B-Bereich bleibt weiterhin die 6-monatige Frist. Wie schaut der Mängelbegriff bei unserem Praxisbeispiel aus? Liegt ein Mangel vor, weil Max Bauer seinen neu gekauften Traktor unter der Last eines Anhängers von 2,5 Tonnen nicht in Betrieb nehmen kann? Wie würden Sie das beantworten? Ob ein Mangel vorliegt, stimmt sich, wie erwähnt, grundsätzlich nach der konkreten Vereinbarung zwischen Max und dem Bauer. Daher, es muss immer individuell bestimmt sein. Hätte Max Bauer mit dem Händler ausdrücklich im Kaufvertrag zum Beispiel vereinbart, gewisse Eigenschaften, wäre es unproblematisch zu bejahen, dass in dem Fall ein Mangel vorliegt. Es wäre auch unproblematisch, wenn Max Bauer persönlich hätte erwarten können, dass der Traktor unter mehreren Tonnen Last in Betrieb genommen werden kann. Zum Beispiel, weil der Traktor mit einem starken Motor auf Landwirt.com beworben wurde. Ist dies nicht der Fall, kann Max Bauer nicht auf Rechtsbehelfe des Gewährleistungsrechts zurückgreifen. Zumindest dann, wenn er selbst Landwirt ist. Ist Max Bauer allerdings nur ein Hobbylandwirt und daher Konsument, könnte man das Vorliegen eines Mangels jedoch bejahen, insbesondere nämlich dann, wenn diese Eigenschaft des Traktors, also sprich der Traktor hat, also in unserem Fall, der Traktor hat auch unter der Last eines Anhängers von 2 Tonnen zu funktionieren, eine objektiv erforderliche Eigenschaft des Traktors ist. Sollten wir einen Mangel so oder so im Fall von Max Bauer bejahen, stellt sich natürlich noch die Frage, ob dieser Mangel auch bei der Übergabe vorlag oder nicht, ob der Händler für das Vorliegen letztlich einzustehen hat oder nicht, hängt nämlich letztendlich auch davon ab, ob der Mangel bereits bei der Übergabe vorlag oder nicht. Dies wird zumindest im, wie gesagt, im B2B-Bereich in den 6 Monaten vermutet und musste Bauer dies nicht beweisen. Also eine sehr wesentliche, jetzt komme ich jetzt zu einer der wesentlichen Änderungen. Die Reform hat auch eine ganz wesentliche Änderung gebracht, Update-Pflicht. Im Zuge der Reform wurde nämlich eine sogenannte Aktualisierungspflicht eingeführt, die auch im B2B-Bereich gilt, also in den meisten Fällen. Was heißt das oder was heißt überhaupt Update-Pflicht? Was ist darunter zu verstehen? Unternehmen müssen seit 01.01.2022 die zur Aufrechterhaltung der Mängelfreiheit erforderlichen Updates zum einen für digitale Leistungen, also zum Beispiel E-Books, Apps und zum anderen für Waren mit digitalen Elementen zur Verfügung stellen. Was sind Waren mit digitalen Elementen? Das ist schwer zu begreifen oder schwer zu verstehen. Darunter sind Smartphones, Smart TVs, Smartwatch oder auch landwirtschaftliche, also sämtliche Geräte, die mit einer digitalen Leistung verbunden ist. Dabei stellt sich auch die Frage, welche konkrete Updates müssen Unternehmen zur Verfügung stellen. Alle, und das ist wichtig, alle, die notwendig sind, damit die gekaufte Ware oder die jeweilige gekaufte digitale Leistung weiterhin dem Vertrag entspricht. Wichtig ist natürlich auch, wie lange diese Aktualisierungspflicht überhaupt besteht. Dabei ist zu differenzieren. Wenn die jeweilige digitale Leistung nach dem Vertrag einmal oder mehrmals einzeln bereitzustellen ist,
besteht die Aktualisierungspflicht während des gesamten Zeitraums, den der Käufer vernünftigerweise erwarten kann. Was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel Smartphone kaufe, müssen diese Pflichten nicht nur ein oder zwölf, müssen mehrere Jahre zur Verfügung stehen, geliefert werden. Ah, ich sehe, es gibt eine Frage dazu. Genau, vom Herrn Altmann, Definition, wer ist Hobbylandwirt, wer ist echter Landwirt, ist schwierig. Gibt es dazu eine Regelung? Welche noch einmal? Welche? Die Unterscheidung zwischen Hobbylandwirt und einem echten Landwirt. Naja, im Zweifel, es ist grundsätzlich im Zweifel davon auszugehen, dass ein Landwirt, wenn ein Landwirt dann wirklich einen Betrieb hat, es muss auch dieser Betrieb nicht zwangsweise auf Gewinn gerichtet werden, muss man davon ausgehen, dass der Käufer ein Landwirt ist, sprich, er gilt als Unternehmer. Aber ich bin zum Beispiel Rechtsanwalt, ich kann auch ein kleines Garten haben, den ich nicht als, wo ich da, daraus ich kein, nicht als Unternehmen gilt. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst ein Pferd habe und daneben habe ich einen 1 Hektar Ackerland und wenn ich dafür ein kleines Traktor kaufe, damit ich Heu für meine Pferde haben kann, dann in dem Fall wäre ich jetzt zum Beispiel ein Konsument und würde ich nicht als Landwirt gelten. Aber wichtig ist im Zweifel immer anzunehmen, dass jemand ein Landwirt ist, sprich kein Konsument ist. Aber nur eine Sache, aber diese Frage, wenn man das auch anschaut, es gibt wirklich zahlreiche Rechtsprechungen zu diesem Thema. Das heißt, es wird immer in Frage gestellt. Wieso ist das auch relevant? Weil im Konsumentenbereich, also wenn jemand zum Beispiel nicht als Landwirt, also wenn jemand kein Landwirt ist, sprich kein Unternehmen ist, dann kann der Verkäufer die Gewährleistungsrechte nicht ausschließen zum Beispiel. Also für Konsumenten gelten immer sehr strenge Regelungen. Der Herr Weitenthal hat gerade einen guten Hinweis gegeben, ob das möglicherweise damit zusammenhängt oder abhängt, ob der Landwirt eine Betriebsnummer hat oder nicht. Nein, das hat nicht damit. Natürlich, eine Betriebsnummer wäre eine Tendenz dafür, aber das hat nicht damit zu tun. Weil das Konsumentenschutzgesetz hat einen sehr breiten Begriff, welche Personen als Unternehmer gelten. Also wenn jemand eine Betriebsnummer hat oder eine Gewerbeberechtigung jetzt oder dann gilt diese Person auf jeden Fall als Unternehmer. Also doch. Also quasi eine Betriebsnummer ist ein guter Indikator dafür. Dass also ein guter Indikator, aber es ist keine, also Entschuldigung, dann vielleicht anders gesagt. Es ist ein guter Indikator, aber allein, also kann man kann auch Landwirt sein ohne Betriebsnummer, dann sage ich jetzt. Also man muss nicht anders gesagt. Also nicht Betriebsnummer ist es sicher ein Landwirt und kein Hobbylandwirt, aber es kann natürlich auch einen Betrieb, also einen B2B-Landwirt sozusagen geben, der keine Betriebsnummer hat. Und das ist halt wichtig. Und im Zweifel immer anzunehmen, dass der Verkäufer ein Landwirt ist. Also zumindest ich würde so die Unterscheidung machen, es hängt davon ab, welches Produkt verkauft wird. Ja, okay. Aber die Betriebsnummer ist auf alle Fälle ein sehr guter Indikator. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist natürlich schwierig für die Händler, weil es einfach viele Nebenerwerbslandwirte gibt. Und wo zieht man da die Grenze, wenn derjenige 40 Stunden arbeitet, aber einen vollen Betrieb zu Hause auch noch führt? Der Tag hat ja mehr als 8 Stunden. Dann ist es natürlich schwierig für die Händler, das zu sagen, ist der jetzt Konsument. Ja, aber in dem Fall, dieses Zauberwort, also auch gesagt, Betrieb führt. Ja. Ja, ab dem Zeitpunkt führt man einen Betrieb. Es muss auch nicht unbedingt ein gewinnorientiert sein. Ja, also das ist jetzt keine Voraussetzung für das Vorliegen einer solchen Eigenschaft. Okay. Wicht,
Wichtig ist, dass eine gewisse Organisation besteht, dass man einfach, das muss man erkennen, dass hier um ein Unternehmen handelt. Ja, also wenn ich jetzt vier Hühner daheim habe und ich das eigentlich nur für mich, die Eier nur ich konsumiere, dann gelte ich noch nicht als Landwirt natürlich. Aber wenn ich 10 habe und ich nebenbei schon mal ein paar Eier verkaufe, damit ich die Futter für meine Hühner kaufen kann, dann würde ich schon als Unternehmer gelten. Aber Okay, natürlich, die super. Käufer versuchen immer anders zu argumentieren, weil für sie das ist immer vorteilhafter ist, wenn sie als Konsument gelten. Und deswegen gibt es auch sehr oft Streitigkeiten, vor allem in dem Bereich. Aber ja. Okay, super. Der Herr Krammer war auch gerade noch so nett und hat einen Link geteilt von der Landwirtschaftskammer im Chat. Jeder, der das nachlesen möchte, kann da auch nochmal tiefer einsteigen. Ah, genau. Das ist das, ich denke, das ist von dem Landwirtschaft kann man von dem Ober ich sehe das Chat nicht, von der oberösterreichische Genau. Rechtsanwaltskammer. Aber dort, also wenn ich mich richtig erinnere, da geht es beim Konsumentenschutzgesetz, darum geht es und auch beim Verbraucher, also dort wird es sehr weit definiert. Also wie gesagt, im Zweifel immer anzunehmen, dass der Käufer ein Landwirt ist. Und eher, ich würde halt einfach bei den Produkten mich davon unterscheiden können. Ja. Der Herr Dorf hat jetzt auch gerade noch eine Frage gestellt zum Thema. Ich lese jetzt einfach vor. Zu Anfang sagten Sie, bei beweglichen Waren 2 Jahre Gewährleistung. Bei einer vorherigen Folie wurde aber gezeigt, neu ab 22 B2C größer 12 Monate. Ist, glaube ich, die Frage, wie passt das zusammen? Meinen Sie diese Folie? Genau, vermutlich, genau. Und da Da geht es eben um die was dazu, die zwei Vermutungsfrist. Da Jahre geht es um, gewährleisten. da geht es dann ganz gut, da geht es um die Vermutungsfrist, ja. Wie ich gesagt habe, das Gewährleistungs grundsätzlich gilt für 2 Jahre. Und da geht es um da ist es leider, also da geht es da geht es um die Vermutungsfrist, wann ein Mangel ob ein Mangel bereits bei der Übergabe vorlag oder nicht. Das heißt, das ist die Frist, bis dahin ein Mangel sozusagen zutage treten muss, aber die Gewährleistung läuft trotzdem zwei Jahre, Also ich oder? habe für das Gewährleistungsrecht habe ich 2 Jahre. In dem Zeitraum kann ich meine Gewährleistungsansprüche als Verbraucher oder als Käufer geltend machen. Normalerweise ist der Grundregel so, ich muss beweisen, dass ein Mangel bei der Übergabe vorliegt. Das ist eigentlich nicht so leicht. Deswegen hat das Gesetz gesagt, dass es gibt, hat ein, enthält das Gesetz eine Frist, wo dieser Mangel oder wo diese Voraussetzung vermutet wird. Bis dato war in dem B2C-Bereich galt 6 Monate. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel als Praxis als Beispiel, wenn Sie etwas beim Amazon kaufen und nach 3 Monaten auf Gewährleistung sie berufen und sie das zurückschicken, stellt Amazon keine Fragen, weil Amazon müsste eigentlich diese Mängel, also müsste beweisen, dass diese Mängel, worauf sie berufen, bereits, also nicht bei der Übergabe vorlag. Und diese 6-monatige Frist wurde auf 12 Monate ausgeweitet. Leider habe ich nur doppelt, ich sehe nur doppelt hingeschrieben. Also da geht es um die Vermutungsfrist. Also praktisch nach dieser Vermutungsfrist, wenn es sich jetzt um, also praktisch, dann ist es zu beweisen, dass ein Mangel bei der Vorgabe vorliegt, ist mit Kosten verbunden. Also natürlich, wenn ich da jetzt zum Gericht kommen würde, musste ich damit rechnen, dass die Prozesskosten viel höher sind. Und ich ziehe jetzt kurz die Frage von Herrn Stöckmüller vor. Wie lange ist die Gewährleistung im B2B? Die Vermutungsfrist blieb jetzt beim 6 Monate. Diese Ausweitung betraf nur den B2C-Bereich. Und die Dort ist Gewährleistungs es auch 2 Jahre, aber dort kann man das auch einzeln regeln oder das kann man auch
teilweise ausschließen. Ja, also das kann man dort viel mehr, da gibt es viel mehr dispositives Recht. Okay, perfekt. Und dann hat noch die Frau Klobasser gefragt, gilt für die Anwendung der neuen Gewährleistungsregeln der Zeitpunkt der Lieferung oder der Zeitpunkt Abschluss des Vertrags? Okay, der Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses. Perfekt. Ja, super, da waren eh schon einige Fragen. So, aber gerne jetzt nur ganz Fragen. Kurz, nur ganz kurz, ich sehe mit der Zeit kommen, also ich habe jetzt eigentlich noch 10 Minuten noch, oder? Ganz. Ich glaube, wir können uns zurück Zeit lassen, dass wir die Themen durchkriegen und vor allem die Fragen noch beantworten. Von meiner Seite passt okay, das gut. Okay, ja, ich habe auch noch Zeit, aber nur weil es ist wirklich, das ist auch relevant, bei der Update fliegt. Oh. Genau, in diesem Zusammenhang würde ich gerne noch erwähnen, dass die vorhin skizzierte Update-Pflicht vertraglich abbedungen werden kann, zumindest im B2B-Bereich. Dies eigentlich allerdings auch in diesem Bereich nur eingeschränkt möglich, nämlich nur dann, wenn der Käufer über die Abweichung vom Gesetz informiert wurde und dies ausdrücklich vereinbart wurde. Also das reicht nicht aus, wenn Sie jetzt in Ihrem AGBs darauf hinweisen, sondern es muss wirklich ausdrücklich vereinbart werden. Jetzt noch einmal jetzt zu unserem Praxisbeispiel, was kann Max Bauer, der Landwirt ist und einen Traktor gekauft hat, tun, wenn er kein neues Update von dem Händler erhält? Da wie vorhin erwähnt, eine Aktualisierung Pflicht auch in dem Bereich B2B-Bereich gibt, haftet der Händler dafür und ist verpflichtet, ihm dieses neue Update zu liefern. Diese Aktualisierungspflicht, also darauf, hier muss man achten, erfasst also nur diejenigen Waren oder landwirtschaftliche Güter oder Produkte, die ihre Funktionen ohne diese digitale Leistung nicht erfüllen können. Also nur dann werden von dieser Aktualisierungspflicht erfasst. Dies ist allerdings bei modernen Traktoren anzunehmen und da ist es auch, man im Zweifel, also man muss einfach davon auszugehen, wenn es jetzt irgendwas mit ein Traktor, irgendwelche Programme verwendet. Ich denke, beim John Deere heißt es Command. Okay, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber wenn es ein Programm verwendet, ist von einer Aktualisierungspflicht auszugehen. Hat Max Bauer zum Beispiel einen nagelneuen Traktor erworben, kann er dieses Update vom Händler verlangen. Was passiert, wenn Max Bauer dieses Update erhält? Er allerdings dieses zur Verfügung gestellte Update nicht installiert oder nicht installieren kann. In diesem Fall haftet der Händler nur nicht für die Mängel, wenn der Max Bauer dieses Update nicht selbst installieren konnte und diese Mängel auf diese fehlende Installation zurückzuführen ist. Vorausgesetzt natürlich, dass der Händler eine entsprechende Installationsanleitung dem Herrn Max Bauer gesendet hat und man kann das einfach, also nur dann, wenn man vermuten kann, dass der Max Bauer aufgrund dieser Installationsanleitung auch dieses Update hätte installieren können. Nur ganz kurz noch einmal zu dem Rechtsbehelfe, weil da die Reform auch die Rechtsbehelfe des Gewährleistungs... Vielleicht kann ich noch ganz kurz eine Frage reinstellen. Und zwar der Herr Haselbauer hat die Frage gestellt, gibt es bei B2B-Geschäften eine Beweislastumkehr? Beziehungsweise quasi den Mangel beweisen, ne? Da sind wir wiederum, das ist diese Vermutungsfrist. Ja? Wenn ich jetzt noch ganz zurück, also diese Vermutungsfrist, was wir vorhin erwähnt haben. Ja? Also da geht es auch wiederum um den Zeitraum. Erste 6 Monate wird vermutet, danach nicht mehr.
Auch im B2B. Im B2B-Bereich alle, oder das ist auch dispositiv, außer wenn das anderes vereinbart würde. Also da kann man auch einschränken. Wie gesagt, Aktualisierungspflicht ist hier noch einmal eine Ausnahme, was ich auch gesagt habe, da kann man auch nur was anderes vereinbaren, wenn man wenn man hier auf den Kunden explizit hingewiesen hat. Und der Herr Bauernhofer hat auch noch kurz eine Praxisfrage. B2B hat einen gebrauchten Traktor vor 3 Monaten gekauft, bekommt kein Pickel da Ölverlust. Ist hier eine Gewährleistung fällig? Noch einmal, Entschuldigung, ich habe jetzt vor 3 Monaten Pickel und... Genau, vor 3 Monaten gekauft, hat kein Pickel bekommen, weil Ölverlust. Und die Frage ist hier eine Gewährleistung fällig? Naja, also ich will jetzt ich übernehme keine Haftung, also ich kenne den Sachverhalt nicht, aber Praxis, also wenn, wie ich auch vorhin erwähnt habe, wenn es als anzunehmen war und es war ganz klar kommuniziert, dass nur aufgrund der Tatsache, dass es so eigentlich zu den normalen Eigenschaften eines Traktors gehört. Und wenn man dann keinen Pickel kriegt, heißt das dann wahrscheinlich, dass man das nicht in Betrieb nehmen kann. Gehe ich davon aus, dass es hier einen Gewährleistungsfall vorlegen könnte. Nun ist es, hier stellt sich halt hier die 2 Fragen. Einerseits, wer das gekauft hat, war das ein Landwirt oder ein Konsument? Weil, wie ich vorhin erwähnt habe, dann, also zum einen müsste man den ganzen Vertrag und den Sachverhalt regeln, also anschauen. Man muss da anschauen, ob das wirklich hätte der Käufer damit rechnen können, dass dass er das Betrieb genommen werden kann. Also wurde dieser Traktor als funktionsfähigen Traktor verkauft, dann würde ich davon ausgehen, dass in diesem Fall eine Gewährleistungsfall würde ich eine Gewährleistungsfall bejahen. Gut, ich gehe vielleicht kurz zum Herrn Bauernhofer. Eine Sprecherlaubnis, ich habe da kurz die Hand gehoben. Eine Sekunde. So, Herr Bauernhofer, Sie könnten jetzt die Frage direkt stellen. Sie müssten sich nur Mute ich? Aufheben. Na, der Herr Bauernhofer. So, jetzt geht's. Oder auch nicht. Gut, ich glaube, das funktioniert nicht ganz mit dem Mikrofon vom Herrn Bauernhofer. Ansonsten können Sie es vielleicht auch direkt in den Chat reinschreiben, dann machen wir das so. Dann nehme ich die Sprecherin wieder weg. Der Herr Bauernhofer hat kurz in den Fragen gestellt, er ist bereits 3 Monate gefahren, Käufer ist ein Unternehmer. Aber vielleicht könnte der Herr Bauernhofer da einfach auf Sie danach zugehen. Ich glaube, das nimmt ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch, jetzt das konkrete Beispiel. Genau, aber auf jeden Fall, es ist nicht auszuschließen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, also das würde ich jetzt sagen, das auf jeden Fall lohnt es sich, den Sachverhalt näher anzuschauen. Und zumindest kann man an den Verkäufer herantreten. Ja? Also an den Verkäufer. Und dann kommt erstmal über die Mängel reden. Aber ich würde dann weitergehen, wenn es passt, oder gibt es noch Fragen? Hallo? So, geht's jetzt wieder? Ja. Super. Sind noch alle Teilnehmer da? War jetzt gerade Unterbrechung, oder? Also bei mir. Genau, bei mir auch. Ich habe jetzt kurz. Ja. Ich habe schon befürchtet, das war meine Internetverbindung, aber dann dürfte es an Zoom gelegen haben. Ja, ja.
Jetzt hörst du mich gut, oder? Also ich kann dann... Ja, genau. Der Herr Fischer hat auch noch eine Frage gestellt. Wie formuliert man einen Gewährleistungsausschluss im B2B-Bereich richtig? Kann man das so kurz beantworten oder sollte man sonst das auch vielleicht per E-Mail? Ich denke, am besten ist das auch per E-Mail. Was aber man, ja, per E-Mail. Und ich komme dann, ja, gerne kann man das, kann ich dann im Anschluss dann beantworten. Okay, super, perfekt. Dann teile ich deine E-Mail im Chat. Wir haben es eh vorher auch schon kurz gezeigt, dass man solche Sachen direkt klärt. Okay. Ja, sehr gerne. So, nur jetzt ganz kurz noch zu dieser Folie. Welche Rechtsbehelfe hat der Verkäufer oder welche Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung? Max Bauer, also unser Käufer, hat weiterhin primär Anspruch auf Verbesserung oder Austausch. Daran hat sich jetzt sich nicht viel geändert. Ihm kommt zwischen diesen beiden Behelfen grundsätzlich ein Wahlrecht zu. Im Falle von digitalen Leistungen hätte allerdings Max Bauer nur Anspruch auf die Herstellung des mangelfreien Zustands. Also folglich kann aufgrund eines mangelnden Updates die gekaufte Ware nicht grundsätzlich nicht austauschen lassen. Wie hat der jeweilige Händler bzw. der Verkäufer den Verbesserung oder Austausch vorzunehmen? Weiterhin gilt, dass diese Rechtsbehelfe binnen angemessener Frist und ohne Kosten oder erhebliche Unannehmlichkeiten für den jeweiligen Verkäufer vorzunehmen sind. Ist weder der Austausch möglich noch die Verbesserung, also diese primäre Rechtsbehelfe, dann kann der Käufer auf die sekundäre Abhilfe der Rechtsbehelfe zurückgreifen, sprich Preisminderung und Vertragsauflösung. Wie ich erwähnt habe, diese Wahlrechte oder diese Rechtsbehelfe haben sich im Wesentlichen gegenüber der bisherigen Rechtslage nicht verändert. Wichtig ist, in Bezug auf digitale Leistungen festzuhalten, dass der Verkäufer hier nur zur Herstellung des mangelfreien Zustands verpflichtet ist. Also sprich, in diesem Fall kommt keine Vertragsauflösung in Frage. Neu ist in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass der Händler bei der Auflösung des Vertrags die Rückzahlung verweigern kann, bis er entweder die Ware zurückerhalten hat oder ihm, in unserem Fall der Max Bauer, den Nachweis über die Rücksendung nicht erbracht hat. Diese Regelungen gelten wiederum nur im B2C-Bereich. Letztlich werde ich gerne ganz kurz noch einige kleinere Neuerungen erwähnen, die für Sie vielleicht relevant sind und die Reform des Gewährleistungsrechts mit sich gebracht hat. Einerseits eine noch nicht besprochene Neuerung ist die Neufassung des Händlerregresses, sprich des Anspruchs des gewährleistungspflichtigen Händlers auf Rückgriff gegen seine Vormänner, also gegen die Unternehmen, wo er seine Ware gekauft hat. Die diesbezügliche wichtigste Neuerungen bestehen darin, dass der Händlerregress, sprich dieser Rückgriffsanspruchs, nicht mehr mit dem von ihm an dem Vor nicht mehr von dem ihm geleisteten Entgelt begrenzt ist. Weil bis dato war die Regelung so, dass er nur so viel von seinem Vormann verlangen kann, wie viel er für dieses Produkt im Vorfeld geleistet hat. Nunmehr umfasst dieser Rückgriffsanspruch den Ersatz des gesamten ihm durch die Mangelbehebung entstandenen Aufwands. Dies gilt daher auch für den Fall, wenn dieser das an dem Vormann geleistete Entgelt auch überschreitet. Noch ganz kurz würde ich noch ganz kurz noch erwähnen, noch den formfreie Vertragsauflösung. Ich denke, das
Früher konnte man den Vertrag also wandeln und das war nur beim Gericht möglich. Also das war ein bisschen kompliziert, zumindest für den Verbraucher. Da gibt es eine neue Regelung, dass man das nunmehr auch formfrei machen kann. Sprich, man muss das nicht gerichtlich geltend machen. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass das Vertragsänderungsrecht im Bereich von digitalen Leistungen nur eingeschränkt möglich ist. Also wenn vereinbart wird, welche digitale Leistungen der Händler oder der Verkäufer schuldet, dass diese Leistungen können nur sehr eingeschränkt geändert werden. Eine Änderung ist nur dann möglich, wenn bereits vor dem Vertragsabschluss der Vertrag eine Regelung diesbezüglich enthält. Also wenn der Vertrag explizit darauf hinweist, in welchen Fällen eine Vertragsänderung in Bezug auf die geschuldete digitale Leistungen möglich ist. Und schließlich würde ich noch ganz kurz auch die neue Regelungen in Bezug auf Verzug erwähnen. Das neue Gesetz enthält jetzt auch ganz klare Regelungen, wie der Käufer vom Vertrag zurücktreten kann, wenn der Händler nicht liefert. Wiederum diese Gesetze betreffen auch nur den B2C-Bereich. Und bevor ich zum Schluss meiner Präsentation komme, würde ich gerne noch einige Anpassungsvorschläge für Ihre AGBs auf den Weg geben. Da viele Regelungen des Gewährleistungsrechts nur den B2C-Bereich betreffen, empfiehlt es sich für Unternehmen in ihre AGBs zwischen den Bereichen zu unterscheiden, also zwischen B2C und B2B-Bereich und diese getrennt zu regeln. Ich habe jetzt angeschaut, die AGBs von größeren österreichischen Händlerunternehmen und darin habe ich diese Unterscheidung nicht gesehen oder widerspiegelt es sich nicht unbedingt. Hierbei ist zum Beispiel darauf zu achten, dass zum Beispiel ein Ausschuss des Gewährleistungsrechts nur im B2B-Bereich möglich ist und im B2C-Bereich nicht möglich. Allerdings, es müssten eigentlich jeweils in den AGBs ganz konkret und offen geregelt werden. Es ist ferner auch ratsam, in den AGBs eine eigene Regelung zum Ersatz der Aufwendungskosten aufzunehmen. Was muss diese konkret regeln? Die Regelung sollte konkret den Käufer zum Ersatz der Aufwendungskosten verpflichten, wenn die jeweilige Mängelbehauptung des Kunden unberechtigt herausstellen. Wir haben jetzt über diese lange Vermutungsfrist geredet. Mit Blick auf diese länger geltende Vermutungsfrist müssten oder könnten Händler damit rechnen, dass Verbraucher vermehrt, oder zumindest wirklich Verbraucher von ihrem Gewährleistungsrecht Gebrauch machen, wobei wirklich kein Mangel in der Wirklichkeit bei der Übergabe vorliegt. Mit dieser Regelung könnte man dies entgegenwirken. Und aufgrund der nun geltenden Update-Pflicht empfiehlt es sich auch, also das ist die drittens, aufgrund dieser neu geltenden Update-Pflicht empfiehlt es sich weiters auch konkrete Regelungen betreffend dieser Pflicht in den AGBs aufzunehmen. So könnten AGBs beispielsweise Regelungen enthalten, die die Installation von Updates enthalten. Also ja. Und dann jetzt schließlich würde ich gerne noch einmal die wichtigsten Punkte aufgreifen. Erstens, im Ergebnis führt das reformierte Gewährleistungsrecht zu Ausweitung der Rechte der Verbraucher. Wesentlich ist dabei die Verlängerung der Vermutungsfrist, die Mangelhaftigkeit auf 12 Monate und die Änderung des Mängelbegriffs. Zweitens, seit das neue Gewährleistungsrecht gilt, die Gewährleistung auch für digitale Leistungen bzw. für Waren mit digitalen Elementen. Wichtig ist, dieses gilt auch im B2C-Bereich. Und da das Gewährleistungsrecht in dem B2C- und B2B-Bereich, also das ist das dritte, also da dieses Gewährleistungsrecht wirklich sehr voneinander, also in den zwei Bereichen voneinander sehr abweichen, ist hier ratsam wirklich eine Unterscheidung vorzunehmen. Zum Schluss möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, auch für diese spannenden Fragen und ich stehe noch weiterhin gerne für Fragen zur Verfügung.
oder Sie können mir auch anschließend per E-Mail schicken und kann ich Ihnen das gerne beantworten, ganz kurz. Perfekt, vielen Dank schon mal. Auch von meiner Seite sind sehr viele Fragen. Vielleicht, dass man noch kurz das Thema mit dem Gewährleistungsausschuss, wie formuliert man diesen richtig, beziehungsweise worauf muss man bei der Formulierung achten, dass wir das noch kurz besprechen. Das ist, scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Naja, der Gewährleisterausschuss, wie ich erwähnt habe, müsste man im B2B-Bereich einfach festgelegt werden. Sprich, da ist es wirklich, oder halt C2C-Bereich, hier ist es einfach wirklich wichtig, im Vorfeld klarzustellen, dass in den AGBs, dass zwischen, würde ich in den AGBs jetzt raten, einfach mal eine Regelung aufzunehmen, welche Leute für Sie als Landwirt, sprich als welche Unternehmen für Sie als Landwirt gelten und dann darauf zu schließen, noch eine eigene Regelung aufzunehmen, dass in dem Bereich zwischen den, wenn es an Landwirten etwas verkauft wird, der Gewährleistungsrecht ausgeschlossen wird. Eine konkrete Regelung würde ich jetzt eher ungern jetzt in dem Web, also jetzt live geben, weil das hängt immer jetzt von dem ganzen Vertrag dann ab. Ja. Aber es ist jetzt wirklich möglich, müsste man einfach immer individuell und gut anpassen und müsste man einfach jeweils das anzuschauen. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, damit sich zu beschäftigen. Ja. Das heißt, zum einen muss man definieren, wer gilt für einen als Unternehmer und zum anderen dann, welche Gewährleistung gibt man diesem Unternehmer? Ja, vor allem bei, also normalerweise, also vor allem in diesem Fall, weil wenn es sich jetzt um Landwirte sich handelt und die Unterscheidung sich aus meiner Sicht jetzt sehr schwierig ist. Und wenn ich jetzt meine Praxis, wenn ich die Praxis und die Rechtsprechung sehe, ist es oft wirklich nicht klar, wer Landwirt ist oder wer nicht. Also wenn ich jetzt sehe, dass es dazu drei Rechtssätze, also wirklich, also die OGH hat sich mehrmals mit dieser Frage sich auseinandersetzen müssen, auch wenn es ganz klar ist, also dass Landwirte im Zweifel als Unternehmer gelten, lohnt es sich jedoch in dem AGBs eine Regelung aufzunehmen oder damit sich, wie gesagt, zumindest einmal sich beschäftigen. Da musste man auch anschauen, welche Produkte der Händler primär verkauft, bei welchen Produkten kommen das in den Fragen. Also, ja. Perfekt. Eine Frage noch von Herrn Reiter war bezüglich Händlerregress, ob Sie dazu vielleicht ein Praxisbeispiel geben können. In welchem Bezug? Also was zum Beispiel, okay, also Händlerregress, also Zahlen. Naja, Sie sind eigentlich jetzt als Händler, Sie haben zum Beispiel von John Deere ein Produkt gekauft, das mangelfrei war. Sie haben das an einem österreichischen Kunden weiterverkauft. Der Käufer hat von einem Gewährleistungsbehelf, hat zum Beispiel eine Verbesserung verlangt. Und sie müssten die Kosten, also die haben diese Mängel, also sie müssen als direkter Vertragspartner primär die Kosten dieser Mangelbehebung tragen. Ja, und dann könnten sie natürlich, dadurch, dass sie als Händler nicht das Produkt hergestellt haben, von ihrem Foreman, also von dem Unternehmen, wo sie ihr Produkt gekauft haben, regressieren. Und nunmehr ist es so, dass sie, dass es dieses Entgelt oder diesen Schadenersatz in Anführungszeichen oder diesen Ersatz nicht mehr begrenzt ist. Also sie können kann der Foreman, also kann das Unternehmen, wo sie das Produkt gekauft haben, den Ersatz nicht mehr begrenzen. Also das ist, dann muss das genau zahlen, die Kosten, was bei Ihnen jetzt entstanden sind. Im Zuge der Gewährleistung. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt, damit ich die Frage beantworten könnte. Ja. Aber es kommen immer mehr und mehr Fragen dazu. Jetzt ist es klar. Na super, ja. Perfekt. Aber sind noch Fragen dazu gekommen? Weil ich habe nur gesehen, das ist... Na, ansonsten sind jetzt keine zusätzlichen Fragen. Ich hoffe, ich habe alle beantwortet.
Wir werden, der Herr Dorf hat einen guten Einfall oder guten Hinweis eigentlich gegeben. Wir werden die Fragen auch auf der Seite, auf der Online-Seite nochmal hinzuschreiben, und damit man die nachlesen kann, beziehungsweise man kann das Video vom Webinar kann man auch jederzeit nachsehen. In der TVT, der Landwirt-TVT sozusagen. und kann sich das nochmal in Ruhe ansehen. Und wir werden die Fragen da auf alle Fälle auch nochmal hinschreiben, dass man Dann das kann ich auch auch, dann. das kann ich auch anbieten, dass ich das noch einmal schriftlich beantworte, zum Beispiel unter dem TV-Ticket. Also das kann ich gerne Das wäre anbieten. super, ja, genau, die schicke ich dir. Ich schicke sie dir durch und dann können wir das da runtergeben. Super. Perfekt, ja, und wie gesagt, wenn noch weitere Fragen kommen, es sind jetzt keine Fragen mehr im Chat oder in dem Fragen- und Antworten-Tool, bitte direkt eine E-Mail an den Levente. Die E-Mail-Adresse habe ich im Chat geteilt. Die lautet, nur um ganz kurz zu sagen, nagi@, jetzt musst mir du kurz helfen, Nagefischer.lo.lo. nagifischer.lo. Genau. Ansonsten auch im Internet auffindbar. Und dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Wir sind wieder gut in der Zeit, gut mit einer Stunde durchgekommen. Vielen Dank auch an die Zuseher für die reichlichen Fragen. Es macht wirklich Spaß, wenn da eine Diskussion entsteht. Und ich freue mich schon aufs nächste Webinar in 2 Wochen. Und bis dorthin alles Gute und bis bald.